Wir sprechen mit Herrn Raun, dem stellvertretenden Hauptgeschäftsführer des VDMA, zum Thema Industrie 4.0. Die erste Frage wäre an Sie: Welche Chancen von Industrie 4.0 stellen sich den Maschinenbauunternehmen und werden aber im Moment noch nicht als solche erkannt? Die Maschinenbauer haben ja in der Regel zwei Perspektiven. Sie können Anwender von Industrie 4.0 sein in der Produktion. Ich glaube, das ist eher evolutionär, das wird erkannt. Und die andere Ebene ist die Anbieterseite mit den Produkten, die man herstellt. Welche Rolle spielen die in digitalisierten Wertschöpfungskette? Ich glaube, man sieht schon, was für Potenziale da sind. Aber man könnte vielleicht noch selbstbewusster die Position einnehmen, dass man demnächst eben auch die Datenquelle in der Hand hat. Man liefert nicht nur beispielsweise eine Komponente, die verantwortlich ist für Bewegung, für Drehmoment, für Lebensdauer, für Energieeffizienz, also all diese Leistungsparameter, sondern zukünftig auch noch die Datenquelle. Und das heißt, wir können darauf basierend neue Geschäftsmodelle kreieren, zum Beispiel Predictive Maintenance. Und wir haben das Domainwissen dazu. Und das erzeugt Marktdominanz, nicht die IT, die wir von außen dann einfach zukaufen, so wie wir sie brauchen. Jetzt gibt es im VDMA das Competence Center Future Business, das sich zum Ziel gesetzt hat, neue Trends zu erkennen. Sie haben ja eben gesagt, das könnte in so eine gewisse Richtung gehen. Gibt es weitere Trends, die momentan dort diskutiert werden und die relevant sein könnten für den Maschinenbau? Also nicht nur Industrie 4.0 können wir können eben noch viel mehr, aber für viele Unternehmen ist natürlich die Frage bei all den Potenzialen, wo geht die Reise hin? Deswegen haben wir ein neues Kompetenzcenter gegründet, Future Business, was aufsetzt auf Megatrends, Demografie, Klimawandel, Globalisierung und brechen die runter auf maschinenbaurelevante Trends, in sogenannten Trendkarten. Über 100 maschinenbaurelevante Trendkarten haben wir definiert. Das ist dann zum Beispiel Blockchain dabei. Wie kann Blockchain das Maschinenbaugeschäft beeinflussen? Und geben dies, sage ich mal, dann den Maschinenbauunternehmen auch mit einer Maschinenbauperspektive rüber. Also mit klaren Kennzeichnungen, wo setzt diese Innovation an? Ist es eine soziale Innovation, eine technologische etc.? Das gibt ein Gesamtbild, ein Trendradar mit einer Zeitachse, mit einer Orientierung, in welche Felder das geht. Und das ist für unsere Klientel, mittelständische Unternehmen, eine gute Hilfestellung zu einer Orientierung. Und wir gehen sogar noch einen Schritt weiter. Wir haben vor, jedes Jahr etwa zwei sogenannte Tiefenschnitte durchzuführen, wo wir sagen, hier ist ein massiver Trendwandel zu erwarten und den wollen wir ganz gesondert aufarbeiten mit besten Köpfen aus Industrie und Wissenschaft, mit Szenario-Workshops. Wir haben zuletzt die zwei Tiefenschnitte gemacht zum Thema Machine Learning. Das war ganz gut. Zeitgerecht sind wir damit fertig geworden. Das ist auch jetzt in aller Munde. Und neue Werkstoffe, hybride Werkstoffe, Zukunftswerkstoffe sind wir jetzt gerade dabei und werden unseren zweiten Future Business Konferenz dazu in den nächsten Wochen durchführen. Und wir wissen auch schon, wie es weitergeht, was als neuer, sag ich mal, Torpedo im Rohr ist. Das ist PTX, also wie wir aus überschüssiger regenerativer Energie dann zum Beispiel wieder Flüssigkraftstoffe oder Gaskraftstoffe herstellen. Und das ist eine Alternative zur Elektromobilität. Ist ein interessantes Szenario auch für den Anlagenbau, der die Technologien dazu liefern würde. Sie haben das Machine Learning eben erwähnt, Herr Raun. Wenn man jetzt von Maschinen ausgeht, die haben ja jetzt nicht so direkt eine Intelligenz wie der Mensch. Die lernen ja eher durch Regeln, also Ja-Nein-Geschichten. Wie sieht das denn mit dem Deep Learning aus? Ist das ein Thema, das kommt? Oder führt das erstmal dazu, dass die Maschinen mehr Fehler machen, weil sie ja durch Erfahrungen lernen müssen? Also wir glauben, dass die Eiszeit jetzt vorbei ist. Man sprach ja, sag mal, von der Winterzeit, vom Winterschlaf der künstlichen Intelligenz, weil man seit Jahrzehnten eigentlich auf den Durchbruch wartet. Aber mittlerweile sieht man ja auch, dass die Rechenleistung und die Informatik, die dann dazu gehört, so weit ist, dass wir durchaus jetzt gute Anwendungsbeispiele sehen zum Machine Learning. Und es wird genutzt bei Predictive Maintenance oder anderen Anwendungen. Und Maschinen, sage ich mal, werden dann vielleicht nicht so regelbasiert eben arbeiten, sondern man gibt ja ein Ziel der Optimierung vor. Und der Witz der künstlichen Intelligenz ist ja, dass
ohne die Kenntnis, sage ich mal, vielleicht der Leitplanken, dann doch automatisch das Optimierungsziel erreicht wird. Zum Beispiel das Ziel, weniger Energie zu verbrauchen, ohne dann bestimmte Vorgaben zu machen. Und das ist das Spannende beim Thema maschinellem Lernen. Und das muss man, glaube ich, auch nochmal vom Wording her sauber unterscheiden. Es geht nicht um lernende Maschinen, sondern um maschinelles Lernen. Herr Raun, wie sieht's aus? Haben Sie den Eindruck, dass diese intereuropäische Zusammenarbeit tatsächlich durch Kontakte auf diesem Kongress heute und gestern gestärkt wird? Ich glaube, das ist eine gute Idee gewesen, dass wir mal gemeinsam was machen und die Kooperation, das Miteinander, das wächst hier schon. Am Anfang, wenn man reingeht, geht man zuerst mal zu den Leuten, die man kennt, das ist klar. Aber die Abendveranstaltung gestern und heute unsere Thementischdiskussionen, die ja bunt zusammengestellt waren, haben gut für einen grenzüberschreitenden Dialog gesorgt. Und wenn wir unsere Unternehmen betrachten, dann sind die in Weltmärkten aktiv, dann sind die auf ein enges Miteinander in den Wertschöpfungsketten angewiesen und da spielen Landesgrenzen eher zunehmend eine untergeordnete Rolle. Gerade in unserem deutschsprachigen gemeinsamen Handlungsraum, und wir sind alles Nachbarländer, gleicher technologischer Level, ähnliche Wettbewerbsposition, ist das einfach eine vernünftige Sache. Wir hätten das schon viel früher tun sollen. Und das läuft ganz gut. Herzlichen Dank. Gerne.